darüber, da ist dann noch ein anderer Beitrag dazu zu Behinderung und Sexualität im Buch. Und du hast über Barrierefreiheit im Modell geschrieben. Ja, also willst du? Ich lese jetzt, ja. Den liest dir mal vor. Ja, wir bauen auf. Also da gab es wirklich einige Diskussionen. Nee, ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt mal derjenige, der sich sozusagen nicht an die Ordnung hält. Nein. Und ich werde jetzt den Text lesen, den ich geschrieben habe fürs Buch, nicht den, der drin steht. Deswegen könnt ihr das, was ich jetzt lese. Dann gehe ich jetzt aus Protest auf meinen Platz. Ja, könnt ihr später nachlesen. Ich lese also einen sehr fragwürdigen Text, der aber, weil er nicht veröffentlicht ist, gar nicht hinterfragbar mehr ist. Der Text entstand vor der Brüderle-Stern-Geschichte. Ist vielleicht nicht so weit von entfernt, wie mir vorgeworfen wurde. Das muss ja meine vielfältige Behinderung so weit übereinander bringen, Kurzsichtigkeit und Stimmlosigkeit und Bewegungslosigkeit, dass ich auch lesen kann. Wenn ich mal vorne noch ein bisschen bin. Ihr seht es eigentlich nicht ohne Assistenz. Der Tisch muss auch noch ein bisschen. Gut. Also es geht in diesem Text darum, wie ich in einem Berliner Bordell Prostituierte interviewe, um ein Interview für eine renommierte Zeitung hinzukriegen. Das Interview ist auch gründlich in die Hosen gegangen, wie dieser Text auch. Ich war mir gar nicht klar, dass das so brisant ist und so schlecht oder so böse. Ich mute euch das jetzt einfach zu. Es soll tatsächlich Männer geben, die für Sex, nein, Entschuldigung, das ist der falsche Text. Ich kann zumal die ersten beiden Seiten weg, ich war jetzt fast mit dem autorisierten. Nein. Ja. Dieser Text heißt Liberty, Barrierefreiheit im Bordell und beginnt mit dem berühmten Zitat von William Blake aus Die Hochzeit von Himmel und Hölle. Gefängnisse werden aus den Steinen der Gesetze errichtet, Bordelle aus den Ziegeln der Religion. Heute Abend könnte ich bei Facebook posten, 2,5 Stunden im Puff mit 6 Frauen auf dem Zimmer gewesen und nichts bezahlt. Das würde viele neidisch machen. Allerdings würde dann doch keiner mit mir tauschen wollen, weil er ja auch meinen Körper nehmen müsste. Der scheint, selbst wenn er mit 6 attraktiven Frauen garniert ist, unannehmbar. Allein die Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze. Nein, zum Sitzen gehört ein Minimum an Rücken-, Bauch- und Arschmuskulatur, welche bei mir nicht vorhanden ist. Ich fläze, ich hänge, ich liege, hingeschüttet, aufgefangen, sozusagen am Wegfließen gehindert, von Rücken- und Seitenlinern. Meiner Mimik ist anzusehen, wie schwer es mir fällt, mein Kopf auf dem dünnen Hals zu balancieren. Die Arme sind dünn, die Füße geschwollen, mein Rückgrat krümmt sich in S-Form. Ich bin nahezu bewegungsunfähig, überall und immer brauche ich Hilfe. Skoliose, Atrophie, Ödem, Kontraktur, Insuffizienz, Worte, die mich zum Mängelwesen machen, Worte, die veranlassen, dass meine Assistenten, Maschinchen und Therapien finanziert werden. Am besten du kommst am toten Sonntag, hat der Maxi gesagt. Da ist erfahrungsgemäß wenig los, tote Hose sozusagen. Sie ist die Betreiberin des Liberty. Puffmutter hört sie nicht gern. Sie ist ja auch eher die große Schwester. Große Puffschwester klingt noch blöder
dann ist auch nicht besser. Denn warum sollte man in dieser Branche quasi verbannt sein? Das ist eine Geschäftsbeziehung, die ich mit den Frauen habe. Die Lutherstraße ist sonntäglich verödet. Leo, mein Assistent, kann meinen Bus direkt am Eingang parken. Dieser Teil von Schöneberg ist als schwuler Ausgeh- und Amüsierbezirk bekannt. Clubs, Bars, Buchläden und Boutiquen inmitten urbaner Bürgerlichkeit. Ich überspringe ein paar Sätze, ihr kennt ja Schöneberg. Wir kommen also zu dem Eingang eines abgeranzten Neubaus. Unter den Briefkästen quillt ein Abfallkorb über. Im Flur liegt Straßendreck und es riecht muffig aus dem Keller. Keine großformatigen Plakate, keine Leuchtschrift. Lediglich der Haustür ein Messingschild, ein als dezenter Hinweis auf das Bordell. Prostitution in der Hauptstadt findet in der Regel diskret statt. Die beiden Nachbarn sind eigentlich die Ausnahme, das waren diese Flatrate-Bordelle. In Berlin gibt es keine Sperrbezirksverordnung. So reiht sich nicht auf einem kleinen, abgegrenzten Areal Puff an Puff, sondern diese finden sich über die ganze Stadt verteilt, in Wohnhäusern, in Bürokomplexen und Gewerbeflächen. Maxis Etablissement hebt sich von den meisten mehr insofern ab, als dass sie zu den Betreibern gehört, die Maß setzen, was sich Hygiene und Komfort betrifft und das sowohl für Freier als auch für Huren. Der Anstrich der Aufzugstür ist an vielen Stellen abgestoßen, besonders etwa 20 cm über dem Boden, in der Höhe, wo an den Rollstühlen die Fußstützen vorstehen. Wir fahren in den zweiten Stock. Die Hausdame öffnet. Sie kennt mich und weiß, dass ich kein Diskretionsproblem habe. Trotzdem schaut sie, bevor sie uns einlässt, den Korridor entlang, um sicherzugehen, dass wir keinen anderen Gast begegnen. Könnte ja sein, wir hätten als Nachbarn im Verein oder auf politischer Ebene miteinander zu tun. Hinter der Tür liegt ein eigenes Reich, welches mit der trüben und heruntergekommenen Umgebung nichts zu tun zu haben scheint. Schummriges Licht, barock anmutende Möbel und Statuetten, Vorhänge und Teppiche. Die Hausdame weist uns den Weg zu einem kleinen Zimmer. Aus dem Nachbarraum kommt eine junge Frau in Bikini, sehr schönes Gesicht, schlank, dunkelhäutig. Sie grinst mich im Vorbeihuschen an. Ich werde immer wahrgenommen, so ist das mit diesem Körper. Leo zieht mir Mantel und Fußsack aus und stellt mich vor das Fußende des Himmelbetts gegenüber eines kleinen roten Plüschsofas, auf dem die Frauen sitzen werden. Er nimmt auf dem Bett Platz und baut den Laptop auf. Maxi kommt mit Tellern und kleinen Plastikbechern. Ich habe Stollen, Schokolade und Portwein mitgebracht. Maxi ist einer von den wenigen Betreibern, die sich Gedanken um Barrierefreiheit gemacht haben. Vor ein paar Jahren mietete sie eine weitere Etage im Haus an. Beim Ausbau achtete sie darauf, dass nun einige Zimmer deutlich mehr Fläche hatten. Es gibt ein Bad mit unterfahrbaren Waschbecken, eine Rollstuhltoilette und einer breiten Dusche. Highlight ist der Hebekran für den Whirlpool. Das ist keineswegs die übliche Ausstattung, obwohl mit dem Prostitutionsgesetz 2001 sexuelle Dienste nicht nur legal sind, sondern auch allgemein zugänglich sein müssten. Gut in Erinnerung ist mir ein Besuch im Club Kosmos. In dem Barraum, wo die Anbahnungen stattfanden, kam ich ohne Probleme. Aber die Türen zu den Zimmern waren zu schmal. Die enge Pforte zum Paradies sozusagen. Lediglich die Besenkammer hatte einen üblich breiten Zugang. Das hatte eine ältere russische Dame eruiert. Ich wollte gefrustet gehen, doch sie war fest entschlossen, mich zu ihrem Gast zu machen. Vielleicht zum einzigen an diesem Abend. Sie öffnete immer wieder die Tür, machte mangels Deutschkenntnissen
mit den Armen lockende Bewegungen und holte, als ich bei meinem Nerd blieb, auch noch ihre Brüste aus dem Top. Machen wir bitte weiter. Doch mit breiteren Türen und einem Aufzug sind bei Weitem noch nicht alle Barrieren beseitigt. Mein Freier-Dasein begann, als Lena und ich nach 8 Jahren verschiedene Wege nahmen und gleichzeitig die Muskeln meiner Hände so weit geschwunden waren, dass ich mich mit ihnen nicht mehr verriskieren konnte. Es lag nahe, eine Hure zu buchen. Als ich die Widerstände meiner Wertvorstellungen und Vorurteile überwunden hatte, wurden meine ersten zaghaften Unternehmungen in diese Richtung von den abwehrenden Gesichtern der meisten Frauen gebremst, denen ich antrug, ihr Kunde zu sein. Mein Körper rief bei ihnen dieselben Ängste und Abwehrreflexe wie bei anderen hervor. Ich lernte, dass wenn ich mit einer Frau über Sex gegen Geld reden wollte, ich zuerst über meine Behinderung reden musste. So kränkend es war zu hören, nein, mit dir nicht, du bist ja behindert. Ich hatte kein Interesse daran, mit jemandem zu vögeln, der das nicht wollte, gar abstoßend fand. Kannst du doch mal probieren, das ein bisschen höher zu halten? Durch den Kopf nicht vorhin. Kriegst du das hin? Ein Instrument der Herrschaft ist die Bewertung. Die moralischen Bewertungen verlieren an Bedeutung und verändern sich in Richtung einer individuellen Ethik. Die Bewertung von Körpern hingegen hat an Wichtigkeit zugelegt. Körper wie der meine bekommen nur einen geringen Wert zugestanden. Das äußert sich an den vielfältigen Ausgrenzungen architektonischer und emotionaler Natur. Man muss nicht unbedingt Leute wie mich dabei haben. Wie findet nun die Befreiung statt? Kann es überhaupt eine geben? Bewege ich mich nicht auch innerhalb des Bewertungsraumes, wenn ich eine junge, nach üblichen Maßgaben attraktive Frau begehre, gar bereit bin, ihr Geld dafür zu geben, wenn sie meinem Begehren stillt? Wertet es sie auf, wenn ich zahle? Oder mich? Bestimmt nicht, wer die Musik bezahlt, was gespielt wird. Sich der Bewertung verweigern, wäre die wahre Freiheit. Sie ist nur als Freiheit von den Bedürfnissen denkbar, religiös gesprochen als Freiheit von der Welt. Die Treppen im Puff interessieren nicht, weil man gar nicht dahin möchte. Fürs Erklimmen der Himmelsleiter ist es unerheblich, ob du kräftige Arme und Beine hast. Ich fing damals an, mich mit behinderten Frauen und Männern auszutauschen. Wir bauten einen Gesprächskreis auf, luden auch mal Prostituierte ein und machten Kontakte zu Vereinen, die deren Interesse vertraten, und zu Betreibern. So entstand Sexibilities, eine Initiative, die Beratung anbot und Partys, Clubabende, Ausstellungen und Lesungen organisierte. Es war die Zeit, wo Sexualität und Behinderung allmählich thematisiert wurden. Auch im Paysex-Bereich begann man über Barrierefreiheit nachzudenken. Befreiung von der Wertung ist es nicht. Aber es schafft Aufwertung, wenn man sagt, meine Sehnsüchte, meine Wünsche, meine Bedürfnisse sind wichtig. Ich muss Möglichkeiten finden, sie zu erfüllen. Wenn das noch gefeiert und nicht immer nur in Opferpose beklagt wird, hat das sogar Signalcharakter. Und vielleicht bringt es der allgegenwärtigen Werteskala zumindest ein bisschen Instabilität, wenn ein mit Unwert gezeichneter Leib wie der meine sich mit dem Leib einer jungen Frau vereint, dessen Bewertung am anderen Ende der Skala liegt. Maxi hatte in ihrer aktiven Zeit einige behinderte Kunden. Jetzt stellt sie den Frauen, wenn sie bei ihr anfangen, die Frage, ob sie für solche offen sind. Wer auf der Homepage ihres Ladens
auf das Button mit dem Rollstuhl-Signet klickt, findet neben Infos über Zugang und Räumlichkeiten diese Frauen gelistet. Selbst in einem vorbildlichen Haus wie dem ihren ist mehr als die Hälfte der etwa 40 hier arbeitenden Damen nicht bereit für eingeschränkte Gäste wie mich. Doch heute bin ich mit anderem Begehr hier, ein Interview zum Thema Behinderung und sexuelle Dienste, welches in einer renommierten Zeitung untergebracht werden soll. Das Liberty ist dafür der ideale Ort und die Chefin war aufgeschlossen für unser Vorhaben. Nun sitzt sie als Erste auf dem roten Sofa. Zwischen uns hängt eine Stoffbahn von der Drapierung des Himmelbettes. Ich bitte Leo, sie nach oben zu legen, damit wir unangestrengt Blickkontakt haben können. Ihre Bassetündin ist mit ins Zimmer gekommen und schaut mich misstrauisch an. Sie will mit Bällen anheben und wird scharf zurechtgewiesen. Das geht ja nun mal gar nicht, die Gäste. Liberty, Freiheit. Ein Bordell funktioniert nur, wenn ein strenges Reglement umgesetzt wird. Die Vereinbarung zwischen Betreiber und Hure müssen eingehalten werden. Das ist so wie in jedem Geschäft. Aber auch der Umgang mit den Freiern unterliegt vorgegebenen Abläufen. Maxi erzählt, dass es am Eingang eine Kamera gibt. So können die Frauen die Gefahr von Begegnungen mit Freunden oder gar Verwandten schon einmal deutlich verringern. Es ist die Möglichkeit gegeben, sich gar nicht erst vorzustellen bei einem, mit dem man partout keinen Sex haben möchte. Zum Beispiel, weil er an den alten Vater erinnert oder ein Mann ist, der Hassgefühle erzeugt oder ein Rollstuhlfahrer. Die Hausdame geleitet den Gast in ein freies Zimmer und fragt nach seinen Wünschen. Dann läuft die Parade. Das heißt, alle Frauen stellen sich ihm kurz einzeln vor. Hand geben, hallo, ich bin die Sabrina, und raus. Besondere Wünsche wie Rollenspiele oder Analverkehr oder große Brüste verkleinern die Parade. Dann sagt der Gast der Hausdame an, wen er als Gespielin buchen möchte. Die Erwählte handelt nun die eigenen Einzelheiten aus. Verweildauer und zu Buche schlagende Extras wie Zungenküsse oder Abspritzen aufs Gesicht. Die Frau bringt das Geld weg und wenn sie zurück ist, beginnt die Zeit zu laufen. Am Ende begleitet sie ihn noch zur Tür und versetzt das Zimmer wieder in einen empfangswürdigen Zustand. Auch das Vögeln folgt einer festen Choreografie. Wenn zwei, die sich vor 10 Minuten noch gar nicht kannten, ist das hilfreich. Zunächst wird ein wenig gestreichelt, dann angeblasen. Sobald der Schwanz die erforderliche Härte erreicht hat, geht es in Missio, Doggy oder Cowboy weiter. Oder der Gast wird gleich ins Finale geblasen und nach einer Massage- oder Smalltalk-Pause gibt es eine weitere Runde. Um diese Punkte herum lässt sich vieles an Kundenbegehren anordnen. Fingern und Lecken, Natursekt und Vibratorspiele. Natürlich ist, wenn man sich dann kennt und mag, kaum noch ein Ablaufplan vonnöten. Als erste Interviewpartnerin sitzen mir Margarete und Berit gegenüber. Die Dienstleistung aus Dessous und High Heels haben sie nicht abgelegt, wohl aber die Präsentierhaltung. Sie sitzen entspannt in den Polstern, Berit trägt zum knappen spitzen Oberteil keine Höschen. Das soll potenzielle Freier natürlich besonders reizen. Hier macht es eher den Eindruck, als säßen wir bei ihr zu Hause in der Küche und sie wäre gerade aus der Dusche gekommen. Es entsteht eine seltsame Art von Alltagsintimität, bei der das Erotische nicht mehr so vordergründig ist. Diese übliche Choreografie, meint Berit,
wäre ja bei den meisten behinderten Gästen schon wegen deren Bewegungseinschränkungen nicht voll anwendbar. Auch andere Unsicherheiten kämen hinzu. Die Angst, mit einem ungeschickten Griff weh zu tun, die Frage nach der Möglichkeit einer Erektion oder der Umgang mit Inkontinenz. Margarete hatte da nie Probleme. Bevor sie sich entschloss, ihr Geld mit Sex zu verdienen, arbeitete sie 20 Jahre als Krankenschwester. Auch hier habe ich mit Harn und Schleim zu tun, ziehe die Leute aus und wasche sie. Aber jetzt kann ich mir ausreichend Zeit dafür nehmen und am Abend gehe ich zufrieden nach Hause. Das war im Krankenhaus nicht so. Ich finde Routine nicht unbedingt etwas Gutes. Oft entwickelt sich gerade mit denen, die mein Körper aus der gewohnten Sicherheit warf, etwas sehr Gutes. Der kleine verwachsene Maler Toulouse-Lautrec soll bei den Pariser Prostituierten des Fin de Seite sehr beliebt gewesen sein. Er wohnte bei ihnen und schlief des Nachts an sie geschmiegt in ihren Betten. Hier traf die Stigmatisierung noch beide Gruppen, Behinderte und Huren, in ähnlich harter Weise, weil die Moral wesentlich höher angesetzt war. Aber ihre Körper waren auch damals schon mit gegensätzlichen Bedeutungen aufgeladen. Hier der hinfällige, von der Fortpflanzung auszuschließende, leistungsunfähige, da der begehrenswerte, sexuell verwertbare. Beide litten darunter, weil die extrem hohe Bedeutung, die realen Bedürfnisse toppte. Vielleicht geht es mir ja 120 Jahre später immer noch wie dem buckligen Männlein, wenn eine junge Schönheit, die mir im Lotterbett das erste Mal begegnet, jegliche Routine ablegt und mich freudig ihres Eros teilhaftig werden lässt. Silke kommt herein. Sie bemerkt, dass sie Akademikerin ist und kokettiert damit, ihre Brille aufzusetzen. Viele Männer hätten Angst vor einer guten Frau. Es gäbe kaum einen Mann, den sie von vornherein ablehne. Eine Behinderung wäre auf keinen Fall ein Grund dafür. Allerdings wünsche sie sich gerade bei Gästen, die sich nicht klar äußern können, etwas mehr Vorabinformation. Mach ihm glücklich, hatte einmal ein Assistent gesagt und war gegangen, nachdem er ihr einen zappelnden Mann, dessen verzerrte Sprache sie nicht verstand, für eine Stunde nackt aufs Bett gelegt hatte. Einmal habe sie einen Gast abgelehnt, der über eine Kehlkopfsonde beatmet werden musste. Aber nicht deshalb, sondern weil er sich ungebührlich betragen habe. Er kam aus Skandinavien und konnte kein Deutsch. Sie war als Dolmetscherin mit im Zimmer. Er wollte junge Frauen zur Auswahl. An diesem Tag war aber keine im Liberty, die auch behinderte Kunden empfängt. Also brachte sie ihn und seine beiden Begleiter zur Tür. Auf dem Weg dahin fragte er sie, ob sie sich von ihm buchen ließe. Wieder auf dem Zimmer meinte er, dass sie ihn zwar zu alt und zu unproportioniert sei, aber da keine andere da wäre, würde es schon irgendwie gehen. Da hat sie ihn gleich wieder zur Tür gebracht. In der letzten Runde lümmeln drei junge Frauen auf dem Sofa. Sie ziehen ihre High Heels aus und schlagen Decken und Badetücher über Bikinis und Spitzenleibchen. Einer von ihnen ist René. Sie erzählt, dass sie gerade von einem 2-Stunden-Termin mit einem Rollstuhlfahrer kommt, der ständig beatmet werden muss und ihretwegen aus Dänemark anreist. Sie treffe sich sehr gern mit ihm. Er sei verständnisvoll und zärtlich und immer sehr zugewandt. Wenn er einen Termin mache, freue sie sich schon Tage vorher. Als Leo und ich das Liberty verlassen, ist es bereits dunkel. Beim Hinausgehen bemerke ich, dass ich mich irgendwie heimisch fühle. Nachts träume ich manchmal von einem Bordell, zu dem ich immer kommen kann. Es ist inmitten einer verwirrenden Traumlandschaft
ein Zufluchtsort, ein Trost. Wenn ich aber dort bin, gelingt keiner meiner Wünsche und mein Verlangen läuft ins Leere. Ich frage mich, was es ist, was mich ergreift, wenn ich mit einer schönen Frau zusammen bin. Diese totale Verzückung, dieses dann doch nicht erfüllt sein. Sex hat einen Kern, der nicht benennbar ist, jenseits jeglicher Routinen, Konfessionen, Absprachen und Vorgaben. Im Moment des Sichereignens gibt es keine Bewertung und Machtausübung. Da bin nur ich und das durch die andere. Herrschaft, Paradies. Ja, also da erkennt man ja auch einen richtig guten Text, dass er sein Publikum spaltet. Was soll ich sagen? Ich freue mich darauf, dann den kompletten Abend in Monkalk zu lesen. Ich bin auch gespannt auf die Reaktion der anderen Redaktionsmitglieder, zum Beispiel der Rebecca Maskow. Mariechen, mal sehen, was sie dazu sagt. Diskutier das mal aus dem Text. Wir haben bei uns diskutiert, aber ich fände es ganz wichtig, dass ihr dann auch mal in der Monkalk-Redaktion, ja, und was dann auch richtig gut käme, wenn wir die beiden Frauen erinnern in unsere nächste Radiosendung, habe ich vergessen zu sagen, der Matthias als Theologe und ich als Historiker, wir haben ja beide eine Radiosendung bei Pirafim, Kuppel aus dem Sack. Und dann laden wir die mal ein und dann diskutieren wir das alles mal aus. Also das ist eben nur, vielleicht hätten wir den mal ein bisschen eher auch laut vorlegen sollen im Text. Ja, also wir als Herausgeber, wir wollten euch nur dieses Buch noch nahelegen. Kauft es, wir müssen irgendwie aus den Miesen wieder raus. Und habt hoffentlich viel Spaß und empfehlt uns weiter. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Wir machen jetzt ein bisschen Pause und fahren dann, also essen und fahren dann.